euch und willkommen hier zu einem weiteren Packs United Bundesliga Orakel auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum Nachholspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ich bin angespannt, ich bin nervös wie keine Ahnung was. Ich bin heiß auf diese Partie. Und ja, normalerweise geht man da natürlich als Favorit in die Partie von Herthas Sicht, sage ich mal. Ne? Weil Schalke komplett gebrochen ist. Am Wochenende dachte man, Alter, was mit Schalke los? Und am Ende verlieren sie noch gegen Hoffenheim. Chaotisch, innerhalb von 10 Minuten haben sie ja das Spiel gedreht, die Hoffenheimer. Deswegen, und wenn Hertha heute 3 Punkte mitnehmen sollte gegen Schalke 04, hat man den Abstieg zwar noch nicht verhindert, aber man steht schon relativ gut da in den letzten 2 Partien. Weil Bremen, Köln, Bielefeld, die müssen ja auch erstmal nochmal gewinnen. Ne? Und das ist ja auch nicht so einfach. Und am Wochenende spielt Hertha gegen Köln. Das ist das direkte Duell und aus meiner Sicht wäre es das Endspiel für Köln. Wenn Köln da verlieren sollte gegen Hertha, dann war es das aus meiner Sicht für Köln. Ja, aber ich bin erstmal gespannt. Erstmal auf diese Partie schauen. Schalke gegen Hertha, es muss ein Dreier her. Und ich sage jetzt was glaube ich, viele nicht verstehen werden. Oder viele fragen sich jetzt, Dönitz, was laberst du da? Ich glaube aber, dass die Verletzung von Matheus Cunha ein Segen ist für die Berliner. Das sage ich nicht, weil ich Cunha nicht mag. Ich mag Cunha, ich liebe Cunha. Aber gerade für den Abstiegskampf halte ich Matheus Cunha jetzt nicht so für den besten Spieler, weil er hat schon, keine Ahnung, gefühlt ist er der zweite kleine Neymar. Gefühlt guckt er sich alles ab bei Neymar. Er ist ein sehr guter und er ist ein Unterschiedsspieler. Er kann den Unterschied machen. Aber gerade gegen Bielefeld fand ich das schon unterirdisch. Und deswegen glaube ich, dass das gar nicht so verkehrt ist, dass Matheus Cunha nicht spielen kann. Und man hat ja auch gesehen gegen Freiburg, da stand Matheus Cunha nicht auf dem Spielfeld. Und die Berliner haben trotzdem sehr, sehr, sehr gut gespielt und 3:0 am Ende gewonnen. Also es ist nicht alles abhängig von Matheus Cunha. Der Kader ist breit gestaffelt, sage ich mal. Und Radonjic Stielrüstung gefällt mir jedes Mal, wenn er spielt. Also ich bin mal gespannt, wie Paul Dardai hier heute 18 Uhr ist Anstoß aufstellen wird. Also wie Paul Dardai aufstellen wird. So wollte ich den Satz noch beenden. Schalke Hertha, ich hab Bock. 3 Päckchen, let's go. Wir gehen rein. Abfahrt Schalke Hertha. Eure Tipps unten rein in die Kommentare. Und wir legen los. Wir legen los mit dem Online-Code für euch, wenn den noch jemand einlösen möchte. Pritel, Dabur, Florian Würz, Dennis Zakaria, Daichi Kamada, Jabo, Hochscheid, Marco Richter, Matze Ginter und Martin Hinteregger von den Frankfurtern. Erstes Pack, erste Halbzeit, keine Tore. Dann geht's weiter mit Havard Nielsen. Öztunali, Niklas Stark, Junge. Niklas Stark, aus meiner Sicht einer der Sprachenlernen Bubble. Eines der konstantesten Spieler der Saison aus meiner Sicht. Jetzt habe ich es auch endlich mal hinbekommen, ja. 0:1, Hertha BSC gegen Schalke 04. Roman Bürki, Wang Yishan, Leon Bailey, Brun Larsen, Riedle Baku, Managerkarte, Joshua Kimmich und Fabian Klos, Dauerbrenner von den Bielefeldern. Letztes Pack, also 0-1 würde ich unterschreiben, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Klar, ich hätte lieber einen 0-2, 0-3 und so. Aber am Ende geht es darum, nimmt man die 3 Punkte mit oder nimmt man nicht die 3 Punkte mit. Suat Serdar, der Frechdach. Sonny Kittel, Christoph Piontek mit dem 1:3 und jetzt kommt's an. Ingvardsen, Ehrenbruder von Union Berlin. Hertha BSC gewinnt mit 1:3 hier im Packs United Orakel. Und ich hoffe, dass das Orakel am Ende des Tages stimmen wird. Das hoffe ich. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und Tschüssikowski.